Ich habe angefangen zu rappen 1988. Ich habe mich angefangen mit Rap zu beschäftigen und ein großer Teil dieser Musikrichtung hatte etwas mit Antirassismus zu tun. Es ging um schwarze Menschen, die sich aufgelehnt haben gegen Rassismus. Und ich hätte niemals gedacht in dieser Zeit, dass ich etwa 35 Jahre später auf einer Bühne stehe, nicht rappend, und das Gefühl habe, ich muss etwas tun, damit in diesem Land, das ich liebe, in dem ich sehr gerne lebe, das genauso bunt ist, wie mein Vorredner gerade sagte, etwas passiert, was gerade passiert. Wir haben, und verzeiht mir das Bild, ein Krebsgeschwür. Es ist langsam gewachsen, wir haben es nicht gesehen. Viele haben es ignoriert. Es war wie so ein kleiner Punkt auf dem Röntgenbild. Und wir haben gedacht, ah, das ist nichts, das ist ein Schatten, das geht wieder weg. Aber es ist gewachsen. Es ist so gewachsen und es besteht aus Hass, Frustration, Wut, Egoismus, Rassismus, Neid, Missgunst, aber vor allen Dingen aus Angst. Seit Jahren können wir beobachten, langsam und sicher, wie sich der Ton in unserer Gesellschaft verändert. Ich bin sehr viel an Schulen. Ich arbeite in der Demokratiebildung. Ich mache das über die Musik, über Rap, über die Kraft der Worte. Und ich kann sehen, wie Wörter und Worte unsere Realität formen und immer weiter verändern. Ich kann sehen, wie Jugendliche über TikTok immer mehr Informationen bekommen, die keine Informationen sind, sondern reine Propaganda, Populismus und vor allen Dingen Hassbotschaften sind. Unsere Demokratie braucht genau das, was heute hier ist. Wir brauchen engagierte, mutige, interessierte und vor allen Dingen verantwortungsvolle BürgerInnen. Lange hieß es, die Menschen sind Politik verdrossen. Und ich glaube ganz ehrlich, das ist nicht wahr. Wir waren nicht Politik verdrossen. Und ich spreche auch von mir. Ich war einfach desinteressiert, weil der Kahn Deutschland immer schön gleichmäßig geglitten ist und viele Menschen einfach gedacht haben, ist alles super. Aber jetzt stellen wir fest, dass viele Dinge nicht passiert sind. Strukturen sind nicht erhalten worden, Strukturen sind nicht verändert worden. Wir haben ein Problem, was die Bildung angeht. Und jetzt stellen wir fest, es ist ganz schön spät und es gibt viel zu tun und das erschlägt uns. Unser Land, Dankeschön. Wir brauchen die Kraft und die Energie und den Mut, Dinge neu zu denken und zu verändern. Wir können die Augen nicht verschließen. Und das, was immer passiert in den Zeiten, in denen starke Veränderungen anstehen, versuchen Menschen, Dinge einfach zu machen. Wir suchen nach einfachen Lösungen und natürlich auch nach den Schuldigen. Und das finden die Rechten. Sie finden die Schuldigen. Sie zeigen mit den Fingern darauf. Aber das sind nicht die Schuldigen. Die Schuldigen, das sind letzten Endes in gewisser Weise, und das müssen wir uns eingestehen, in weiten Teilen wir. Denn wir sind diejenigen, die eine Veränderung über sehr, sehr lange Zeit verschlafen haben. Und da rede ich nicht nur von der Energiewende. Ich rede von politischen Prozessen. Viele Leute, die jetzt unter dem Deckmantel, unter dem Deckmantel des Patriotismus ihr Land, also unser Land, schützen wollen, denen möchte ich allerdings Folgendes sagen. Denn sie dürfen nicht vergessen, unser Land konnte nur deswegen prosperieren, wachsen und blühen, weil wir nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Nationalsozialismus, Menschen aus anderen Ländern hatten, die uns beim Wiederaufbau geholfen haben. Die uns unterstützt haben und vor allen Dingen, die in unser Land eine Farbe, Formen, Ideen, wir reden von Kultur, zugesteuert haben, das unser Land zu dem gemacht hat, auf das sie wiederum ja auch stolz sind. Denn ich glaube nicht, dass die Leute, die stolz auf ihr Land sind, diese Patrioten, das Land von vor 1933 meinen, sondern das, in dem sie gerade leben. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass unser Wohlstand daraus resultiert, dass die Entscheidungen einer starken Demokratie und vor allen Dingen einer Streitkultur zu verdanken sind, in der wir uns befinden. Die Auseinandersetzung, und mein Vorredner hat es gesagt, politische Parteien, die im Streit, im Dialog miteinander stehen, haben dieses Land
zu einem wunderbaren Land gemacht, das jetzt gerade in eine Richtung abgleitet, die mir ganz persönlich, und ich bin ein sehr positiver Mensch, aber dennoch Angst bereitet, genauso wie euch, denn sonst wärt ihr heute nicht hier. Wir sind bunt und Menschen haben unterschiedliche Träume, Ziele, Lebensentwürfe und das ist gut, aber das macht unser Zusammenleben eben so herausfordernd. Und wir Menschen sind ganz oft davon so eingefangen, dass wir glauben, unser Wunsch muss erfüllt werden. Das ist ein sehr egoistischer Gedanke und das funktioniert in einer Demokratie nicht. Demokratie bedeutet, lösungsorientiert und kompromissbereit zu sein. Es wäre einfach, wenn wir gleichgeschaltet wären, das Gleiche denken würden. Aber das funktioniert nicht. Und jeder Versuch, egal wo es ist auf der ganzen Welt, diese Gleichschaltung hinzubekommen und dieser Versuch, um unsere individuellen Vorstellungen zu unterdrücken, die wurden immer wieder niedergerungen. Und das waren blutige, schreckliche Auseinandersetzungen. Im ersten Paragraphen unseres Grundgesetzes steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und die steht da nicht ohne Grund, denn dieser erste Paragraph ist das Resultat, das Fazit aus der Diktatur des Dritten Reiches. So etwas darf nie wieder passieren. Und deswegen müssen wir die Würde schützen um jeden Preis. In den vergangenen Jahren konnten wir immer wieder sehen, wie diese Würde von Menschen mit sprachlichen Stiefeln getreten worden ist. Nicht nur am Stammtisch, im Sportverein, auf einer Party, sondern vor allen Dingen, und das war erschreckend zu sehen, im Bundestag. In dem Haus, in dem die Menschen, die VertreterInnen zusammenkommen, die darüber verhandeln sollen, was der beste Weg für unsere Gesellschaft, für unser Land ist. Dort wurden Begriffe genannt, dort wurde die Sprache missbraucht und die Würde von Menschen wurde herabgesetzt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen VertreterInnen, und zwar allen, immer wieder klar machen, dass sie eine Vorbildfunktion haben. Und das müssen wir aber nicht nur diesen Menschen klar machen, sondern auch uns. Denn wir sind diejenigen, die diese Menschen wählen. Wir sind das Volk. Wir sind die Bürger und BürgerInnen, die das bestimmen, was dort besprochen wird. In einer Demokratie ist immer Raum für Kritik. Und diese Kritik ist wichtig und richtig. Denn da wird herausgefordert und da wird verhandelt, wie der weitere Weg für uns alle sein wird. Wir müssen uns diesen Herausforderungen des Weltgeschehens stellen. Die Welt ist komplex. Wir haben Kriege, komplexe Probleme, die nicht einfach zu lösen sind mit einem ich bin dafür oder ich bin dagegen. Und manchmal ist es besser in Situationen, und das geht an alle PolitikerInnen, einfach mal vielleicht nichts zu sagen oder zu sagen, ich habe für das Problem gerade keine Lösung. Wichtig ist, dass der Ton die Musik macht. Das kann ich als Musiker und als Rapper doppelt unterstreichen. Denn in meiner Szene werden viele Begriffe benutzt, viele Sachen gesagt, die ich nicht teile. Es kommt darauf an, die richtigen Sachen zum richtigen Zeitpunkt zu sagen. Ich möchte euch um eines bitten. Wenn wir jetzt wie hier zusammenkommen, dann dürfen wir eine Sache nicht vergessen. Es gibt auch noch die anderen. Und diese anderen, die will ich jetzt nicht diffamieren. Auch wenn ich ihre Meinung nicht teile. Auch wenn ich mich strikt gegen ihre Meinung, die sie vertreten, stelle. Wenn ich Rückgrat zeige und Haltung, genau wie ihr, wie wir alle hier. Aber es ist wichtig, dass wir miteinander reden. Und wir haben aufgehört, miteinander zu reden. Und es hilft nicht, wenn wir jetzt anfangen, mit dem Finger aufeinander zu zeigen und zu sagen, ja, aber der redet nicht mit mir. Nein, der redet nicht mit mir. Wir müssen miteinander sprechen. Und ich verstehe die Müdigkeit und die Ungeduld. Und es ist so kräftezehrend, immer wieder gebetsmühlenartig die gleichen Argumente runterzurattern, immer wieder das Gespräch zu suchen. Aber das Wichtigste ist, wir alle müssen besser sein als das, was wir kritisieren. Wir alle müssen besser sein.
Unsere Sprache schafft die Realität. Unsere Sprache macht etwas mit uns. Und auch wenn ich verstehe, woher zum Beispiel ein skandierter Spruch auf den Demos kommt, ganz Hannover, ganz Deutschland hasst die AfD, so muss ich sagen, so mag ich diesen Spruch nicht. Denn ich hasse nicht. Ich will nicht hassen. Denn Hass ist etwas Schlechtes. Hass ist nicht der Weg. Gewalt erzeugt Gegengewalt und Hass erzeugt Hass. Und wir dürfen dem Hass keinen Platz einräumen. Ganz egal, von welcher Seite er kommt. Wir dürfen nicht hassen. Wir müssen uns klar positionieren. Haltung, Rückgrat zeigen. Aber wir müssen immer, 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 immer für einen Dialog bereit sein. Denn ohne einen Dialog wird es nicht gehen. Wir haben, als Trump an die Macht kam, haben wir gelacht. Was ist der für einer? Und wir haben uns sogar ganz, ganz oft in weiten Teilen, so kenne ich das aus meinem Freundeskreis, über die Amerikaner lustig gemacht. Aber wollen wir amerikanische Verhältnisse? Was haben wir davon, wenn wir das Glück haben, bei der nächsten Wahl an diesem Drama, vor dem wir stehen, vorbeirauschen zu können? Wenn wir vielleicht 51% auf der einen Seite und 49% auf der anderen Seite haben, um mal in solchen Zahlen zu sprechen. Was haben wir davon? Wir sind dann immer noch ein gespaltenes Land. Und wir müssen diese Menschen, genauso wie sie uns, wir müssen sie integrieren, wir müssen mit ihnen reden. Denn nur gemeinsam können wir in dieser Demokratie existieren, damit es eine Demokratie bleibt. Die Rhetorik ist die Waffe der Rechten. Das Derailing, das Whataboutism. Es sind Nebelkerzen, Blendgranaten. Und dennoch sind sie gefährlich, denn sie entziehen jedem Gespräch den roten Faden. Und sie hinterlassen Chaos, aber vor allen Dingen hinterlassen sie Emotionen, ungefilterte Emotionen. Und diese Emotionen sind gefährlich, weil Emotionen eben nichts Rationales mehr sind. Wir können nicht mehr sprechen, weil sie uns so aufwühlen. Und deswegen, dann komme ich zum Ende, müssen wir, wie bereits gesagt, Verantwortung übernehmen. Zu Hause, am Esstisch, bei den Großeltern. Wir müssen widersprechen, im Dialog bleiben, immer wieder dagegen reden. Wir dürfen nicht aufhören. Wir müssen die Lügen und die alternativen Fakten identifizieren und vehement dagegen sein. Und zwar immer. Und ich meine immer. Nicht einknicken, nicht aufgeben, nicht loslassen. Immer reden. Ein letztes, weil ich es immer wieder mitbekomme über Facebook, Instagram, TikTok. Uns Demonstrierenden wird vorgeworfen, wir wären intolerant, weil wir die Meinung der Rechten nicht tolerieren. Es ist ein interessantes Bild. Und für alle die, die immer wieder auf dieses Bild stoßen, gebe ich euch mein Motto mit. Und zwar, und das ist ganz einfach, keine Toleranz gegenüber Intoleranz. Das ist der Schlüssel. Wir können nicht tolerant sein gegenüber intolerante Menschen. Ich wiederhole, Klarheit, Rückgrat, Haltung. Wir müssen alle besser sein als das, was wir kritisieren. Und am Ende, um das Gemeinschaftliche zu unterstreichen, nicht die Rechten ausgrenzen, sondern den Rechten ihre Grenzen zeigen. Unsere Grenzen. Dankeschön.